sondern im Pannonischen Meer, das sich mit der Zeit zurückzog und Platz machte für Erdpflanzen und Tiere. Erst viel, viel später kamen die Menschen hinzu. Zu Anfang des geschichtlichen Zeitalters lebten hier die Thraker, die Wandervölker Kimmerier und Skythen zogen hier vorbei und verschwanden im Nichts. Dann kamen die Kelten, Römer, die Daker und viele andere Völker. Diese einst morastige Gegend wurde vor 300 Jahren von den Serben bewohnt, die sich vor den Türken hierher gerettet hatten. Sie bekamen von den Österreichern das Land unter der Bedingung, die von der Donau und der Save gebildete Grenze gegen die Türken zu verteidigen. Meine Vorfahren haben noch bis 1918 eine bestimmte Menge Salz und Petroleum kostenlos vom Staat bezogen. Das war noch ein Überbleibsel der Abmachung aus dem späten 17. Jahrhundert. Maria Theresia ließ hier auch Deutsche, vornehmlich Schwaben, Ungarn und später Slowaken und Ruthenen ansiedeln. Hinzu kamen die Rumänen auf der Suche nach Land und Brot. Das Flachland war die Kornkammer der K&K-Monarchie und später Jugoslawiens. Der Reichtum hat den Bauern seinerzeit ermöglicht, ihre Söhne und Töchter nach Wien, Graz und Budapest auf die Universität zu schicken. Die älteste serbische Kulturvereinigung, Matica Srpska, wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts von den gebildeten Serben gegründet. Ihr heutiger Leiter in Novi Sad ist der Schriftsteller Boško Petrović. Die Hauptaufgabe dieser literarischen Gesellschaft war eigentlich eine Monatsschrift, die hieß Letopis Matice Srpske. Und seit 1825 bis heute erscheint diese Monatsschrift regelmäßig, eigentlich schon fast über 175 oder wie viele Jahre. Mein Großvater war abonniert. Jawohl. Unserer Meinung nach ist das heutzutage die älteste literarische Zeitschrift der Welt. Was man so sagen kann und darf, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es so. Nämlich, die kontinuierlich erscheint und noch immer erscheint. Die Beziehungen der Matica zu deutschen oder österreichischen Literatur und Sprache waren damals selbstverständlich. Und in der ganzen literarischen Produktion serbischen, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, war diese Beziehung sehr eng. Alle unsere Leute haben ihre Studien meistens in Wien gemacht. Und man sprach überall Deutsch als zweite Sprache. Also meistens waren die Leute zweisprachig gebildete, insbesondere. Wie ist es heute? Heute ist es nicht mehr so, denn die Welt ist anders geworden eigentlich. Heutzutage haben sie nur eine Sprache, die überall gesprochen wird, das ist Englisch. Nicht wahr? Ja. Und alle anderen Sprachen sind irgendwie dem Englischen gegenüber irgendwie so zweitrangig sozusagen geworden, obwohl das nicht, das passt mir nicht, ich habe nicht viel dafür übrig, aber es ist leider Gottes so. Das nationale Element dieser Gegend tritt auch im äußeren Erscheinungsbild der Hauptstadt Vojvodinas Novi Sad auf. Ein gerader Weg führt von den kulturellen und religiösen Städten der Serben zur katholischen Kirche auf dem Hauptplatz und dann weiter zur jüdischen Synagoge, die zu den schönsten noch erhaltenen Synagogen Europas gehört, in der heute keine Gottesdienste mehr, sondern
nur Konzerte abgehalten werden. Der Vorstand der kleinen jüdischen Gemeinde, Paul Schossberger, empfing mich. Wir sind hier in der Novi Sada Neusatzer Synagoge, eine von den zwei lebenden Synagogen in der Vojvodina. Die Gebäude ist in den Jugendstil gebaut, 1909. Jahr übergeben, und in dieser Zeit waren in Novi Sad 4500 Juden. Während dem Krieg von dieser Gebäude, aus dieser Gebäude sind weggeholt 2.000 bis 3.000 Leute, die deportiert waren in Auschwitz und die anderen Lagern. Heute haben wir leider in Novi Sad nur ca. 300 Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Wir haben jeden Tag weniger und weniger Mitglieder. Viele von den Überlebenden sind ausgewandert nach Israel, nach Amerika, Kanada. Und wir haben auch keinen Rabbiner mehr. Darum die Gottesdienste sind jetzt in einem Zimmer in der Club. Der Donaustrand in Novi Sad, den auch die Serben Strand nennen, spielte eine verhängnisvolle Rolle in der Geschichte der Juden dieser Stadt. Hier wurden im Januar 1942 über 1000 Juden, auch Frauen und Kinder, erschossen und durch Löcher im Eis in die Donau geworfen. Der Schriftsteller Alexander Tischmer hat über diese dunkle Zeit mehrere Bücher geschrieben. Herr Tischmer, Sie sind Mitglied des Komitees für Frieden und Toleranz. Haben Sie Angst, dass die nationalen Antagonismen auch hier in der Vojvodina zu blutigen Ereignissen führen könnten, wie zum Beispiel in Bosnien? Wir haben keine Illusionen, nicht wahr, dass wir einen Krieg hier unmöglich machen. Also dazu sind wir nicht stark genug, weil die Leute, besonders hier auf dem Balkan, sind mehr zum Kampf geneigt als zum Frieden. Leider ist das so. Es ist leichter, eine Kampagne für einen Krieg zu führen, als eine Friedenskampagne zu führen. Sie werden immer mehr Anhänger haben, wenn sie gegen andere Nationen, nicht wahr, predigen, als wenn sie für den Frieden predigen. Das ist leider so. Aber wir haben dieses Komitee gegründet, damit wenigstens man weiß, was geschieht. Also, wenn ein Konflikt geschieht hier in Novi Sad, dann setzen wir uns zusammen, wir konstatieren diesen Konflikt und wir veröffentlichen das. Das ist alles, was wir machen können. Am Fuße der alten österreichischen Festung Peterbardein befindet sich der gleichnamige Ort, der vielfach noch von Kroaten bewohnt wird. Einer von ihnen, Srećko Derk, sammelt Ansichtskarten aus der Countcard-Zeit. Hier ist ein Album mit Postkarten, die ein Soldat im Ersten Weltkrieg gesammelt hat. Und hier ist ein Teil meiner Sammlung von Ansichtskarten aus Sarajevo, die zu den schönsten gehören, weil Bosnien hat etwas, was man sonst nirgendwo findet. Herrliche Natur und schöne Frauen. Dort findet der Zusammenprall zwischen Ost und West statt, zwischen verschiedenen Religionen und Völkern. Aus der K&K-Zeit stammen die schönsten Ansichtskarten von Bosnien, zum Teil handkoloriert, weil in Österreich die besten Druckereien waren. Thank you.
kleinen Stadt Sremski Karlovci, dem einstigen Sitz des serbisch-orthodoxen Patriarchen, wurde 1791 das erste serbische Gymnasium gegründet. Dort habe ich 1940 als Externist die 7. Klasse absolviert. In der früheren Residenz der Patriarchen ist heute das Museum der Stadt untergebracht. Ein Teil davon ist dem Dichter Branko Radičević gewidmet. Der große serbische Dichter Branko Radičević hat zweimal in Wien geweilt. Zuerst 1843, als er auf Anraten seines Vaters Jus inskribierte. Aber Jus interessierte ihn nicht besonders, sodass er im Revolutionsjahr 1848 zurückkam. Das zweite Mal, 1851, ging er nach Wien und studierte Medizin mit einem Stipendium des Fürsten Michailo. Zu diesem Dichter der serbischen Romantik habe ich eine besondere Beziehung, weil in einem Biedermeierhaus der Schlösslgasse in der Wiener Josefstadt, nicht weit von meiner Wohnung, 1853 an Tuberkulose starb. Sein erstes Gedicht, ein Abschied von seiner Schulzeit in Karlowitz, schrieb er in deutscher Sprache. Eine angenehme Überraschung war für mich die Entdeckung einer großstädtischen Buchhandlung in einem kleinen Haus aus dem frühen 18. Jahrhundert. Herr Hochnitz bietet hier zusammen mit seinem Kompagnon Bücher in allen Weltsprachen an. Da die Buchkäufer infolge des Benzinmangels nur spärlich hierher finden, handeln sie auch mit Hemden und Zigaretten, um über die Runden zu kommen. Sie betreiben auch eine Art Kaffeehaus, das wie die Buchhandlung bis 11 Uhr abends offen ist und in dem man sich bei Kaffee und Wein über Bücher unterhalten kann. Im Dorf Djurdjevo bei Novi Sad, in dem mein Vater als Arzt tätig war, habe ich 7 Jahre meines Lebens verbracht und die ersten 3 Klassen in der noch aus der K&K-Zeit stammenden Volksschule absolviert. Ich weiß nicht, ob meine Kindheit glücklich war oder nicht. Mir ist das meiste verloren gegangen, was man mir beizubringen versucht hat. Ich kann auch nicht erklären, was mich dazu bewogen hat, den ganzen nationalen Mumpitz, den man mir damals aufgetischt hat, nur zum Schein zu akzeptieren. Ich glaubte ja nicht daran. Es wäre vermessen zu behaupten, ich sei ein kluges Kind gewesen. Ich hatte aber schon sehr früh das Gefühl, in der mir aufgezwungenen Umgebung fremd zu sein. Ich ließ alles über mich ergehen und wartete geduldig auf eine günstige Gelegenheit, aus dem mir zugewiesenen Raum auszubrechen. Am liebsten spielte ich mit den 2 Töchtern des ruthenischen Priesters. Wir befinden uns hier im Haus der ruthenischen Kirchgemeinde von Djurdjevo. Ich bin Sohn des ruthenischen Priesters Joachim Koloschnyai und ich bin selbst Priester und studiere in Rom am Östlichen Institut Liturgie Geschichte. Was Sie hier sehen, ist der Anfang einer ethnografischen Sammlung. Die Sammlung hat eigentlich mein Bruder Michael Koloschnyai, der Ikonenmaler ist, angefangen, auf die Initiative von der Professorin Dara Zličić, die selbst von Djurdjevo war und eine gewisse Zahl von diesen Krügen, die Sie hier sehen, auch der Sammlung geschenkt hat. Hier sehen Sie auch einige Bücher. Das sind die Bücher, die handgeschrieben wurden und sind vom Ende des letzten Jahrhunderts. Aus diesen Büchern und Krügen sehen Sie auch einige Bilder. Und das sind Bilder von einem ruthenischen Maler, der in Kanada gelebt hat und im letzten Jahr gestorben ist. Musik.
kreuz und quer durch die Vojvodina reist, gewinnt man den Eindruck, dass sie aus lauter kleineren oder größeren Inseln besteht, die über das Pannonische Meer verstreut sind. Nach dem Zerfall des kommunistischen Systems beginnen viele Menschen davon zu träumen, einen Salasch, auf Deutsch Meierhof, inmitten der fruchtbaren Wüste zu besitzen. Der Besitzer einer dieser kleinen Inseln erklärte mir begeistert, wie sehr er die Landwirtschaft liebe. Ich bin mit Leidenschaft Bauer. Ich liebe meine Arbeit, auf dem Feld und mit dem Vieh und alles. Es stört mich nur, dass man bei uns die Landwirtschaft vernachlässigt. Ein Bier kostet mehr als ein Liter Milch. Das passt nicht zusammen. Es gibt niemanden in der Politik, der sich für uns Bauern einsetzt, der unsere Interessen vertritt. Eto, vidite kako se tu uskladili. Uopšte tu nema niko da zastupa naš poljoprivredni, kako da kažem, poljoprivredu da zastupa. Tu se niko veliko nije založio. Die alte Pferdemühle in Kikinda ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Sie steht unter Denkmalschutz und wird von einer alten Frau gehütet. Der Besitzer dieser Mühle war ein Deutscher, Johann Krämer. Pferde haben die Mühlsteine bewegt. Mit dem ersten Stein wurde Weizen gemahlen und mit dem zweiten Kukuruz und roter Paprika.